Tore jetzt. Spannungsfeld Bundesliga. Alles deutet auf ein nervenzerreißendes Finish hin. An der Spitze, am Abgrund, aber auch um die Plätze Richtung Europa. Herzlich willkommen, alle Spiele, alle Tore. Natürlich wieder mit unseren Zuschauern, aber auch mit unseren Experten, mit Erik und mit Didi und mit fünf Nachmittags-Hotspots an diesem 30. Spieltag. Ja, das Drama ist weiterhin da unten im Souterrain der Liga zu Hause. Heute unter anderem mit Augsburg, Hoffenheim und Stuttgart. Außerdem im Konferenzmodus der Vierkampf um die Champions League-Plätze. Und da ist Union Berlin statistisch gesehen richtig gut dabei. Quasi eigentlich schon durch, denn die Wahrscheinlichkeit, dass die Eisernen in der kommenden Saison in der Königsklasse spielen, alten Försterei. Jonas Friedrich. Chapeau. Komm, wir gucken mal aufs Restprogramm, was die Eisernen noch vor der Brust haben jetzt zum Saisonfinale. Dann kannst du uns mal einschätzen, wie viele Punkte da noch möglich sind. Also, da sehen wir Augsburg, Freiburg, Hoffenheim und Bremen. Da geht noch ein bisschen was. Sicher. Auf der anderen Seite Leverkusen, also auch da lassen Sie uns dran erinnern, also in der Hinrunde vor diesem Duell, da standen die noch auf dem Relegationsplatz. Ja. Also die haben jetzt richtig Boden gut gemacht, dass wir überhaupt über Europa sprechen. Ja. Gegen Köln, was bedeutet das für RB Leipzig, die ja zuletzt aus den Top 4 gerutscht sind? Die Ambitionen heißen Champions League, dementsprechend war heute gegen die TSG Hoffenheim schon Druck drauf. Gut, Roland Evers, dass sich pünktlich zum Saisonendspurt ein großer Hoffnungsträger wieder fit gemeldet hat. Didi, bevor wir die Freiburger abfeiern, Jonas Hector will sich dazu nicht äußern, aber viele FC-Fans fragen sich natürlich, ne, warum der Kapitän seine Karriere beenden möchte, obwohl noch nicht klar ist, ob sein Verein, sein Herzensverein überhaupt zuschlagen kann auf dem Transfermarkt. Ne? Und wenn sie es nicht können, dann rauschen die dem Abgrund direkt entgegen mit Spieltag 1. Ja, getätigt hat oder wenn sie Regeln gebrochen haben, dann kann der Hector nichts dafür. Da müssen die Suppe auslöffeln. Und wie gesagt, wenn er die Entscheidung getroffen hat, dass er mehr Zeit mit seiner Familie verbringen will, dann ist das so. Und immer weiter Chapeau, muss ich wirklich sagen, weil ich glaube tatsächlich langsam daran, dass sie in die Königsklasse kommen. Ja, also sie haben eine sehr, sehr gute Chance. Und mit solchen Spielen halten sie die Chance natürlich am Leben. Mannschaft, die unheimlich in Form ist, den Lauf weiter zu behalten, zu Hause ungeschlagen zu sein. Den Punkt hätte er wahrscheinlich vorher genommen und deswegen. Also, kein Sieg für uns, hat er gesagt, leider, aber die Serie, die hält der Leverkusener. 14 Pflichtspiele ungeschlagen in Serie, das muss man auch erstmal schaffen. Erik, wenn wir noch mal so ein bisschen zusammenfassen, viel Taktik, wenig Highlights. Didi, ist Leipzig nicht entschlossen genug? Also so ein Chancenwucher wie in der ersten Halbzeit, da musst du am Ende dann noch froh sein, dass nicht noch irgendwie so ein dummes Ding hinten raus von der TSG doch noch reingeht. Ja, und es ist ja nicht das erste Mal. Also ich erinnere mich an das Pokalspiel gegen Dortmund, wo sie dann 1-0 gewinnen, wo sie in der letzten Minute den Ausgleich noch bekommen können oder müssen. Auf der Pressekonferenz hat Marco Rose übrigens noch gesagt, die letzten Spiele mit Christopher Nkunku wollen wir jetzt noch genießen. Der Transfer zu Chelsea eigentlich so gut wie fix, wenn auch noch nicht bestätigt. Ne? Ja, schade, dass wir ihn nächstes Jahr wahrscheinlich nicht mehr sehen. Toller Spieler, war jetzt lange weg, aber hat heute gleich wieder gezeigt. Es zeigt einfach, wie gut er ist. Wir sehen uns gleich wieder. Wir haben ja noch zwei Spiele vom Nachmittag, unter anderem Stuttgart gegen Gladbach und Frankfurt gegen Augsburg und das Freitagsspiel. Das besprechen wir gleich auch noch. Sascha Stegemann kommt bei uns zu Wort. Für Sie einmal den VfB Stuttgart. Ja, Sebastian Hoeneß hat den Stuttgartern wirklich neues Selbstvertrauen eingehaucht. Heute gegen Gladbach mit Frank Buschmann gleich. Vorher allerdings Eintracht Frankfurt. Und die stecken tatsächlich so ein Stück weit in der Krise. Seit 8 Spielen nicht gewonnen. Und auch rund um das Frankfurter Westend gibt es viele Themen, viele Schlagzeilen, viele Fragezeichen. Heute, Markus Götz, kam dann auch noch eine personelle, schlechte Nachricht dazu vor dem Spiel. Das war's von uns an diesem Samstagnachmittag. Vielen Dank für Ihr Interesse. Dankeschön an euch. Schön, dass ihr da wart. Ich hoffe, hat's gefallen. Ich sehe nur zufriedene Gesichter. Das ist schon mal gut. Dann gucke ich noch mal bei Erik ins Gesicht.
Sehr gut. Das reicht auch. Didi lächelt auch. Prima. Dann wünschen wir Ihnen noch einen schönen Abend und sagen Top-Spiel entweder auf Schalke oder natürlich Formel 1 dann morgen in Aserbaidschan. Auch da geht's spannend zur Sache. Auf Sky sind Sie auf jeden Fall immer überall richtig. Machen Sie's gut. Und ob die Pläne der Teams so aufgehen, das erfahren Sie in den kommenden 2 Stunden. Damit herzlich willkommen zur Sportshow am Samstagabend. Und ich weiß nicht, ob Sie es wussten, liebe Zuschauer, am Welttag ja, des Tanzes. Insofern ist heute Performance gefragt. Natürlich nicht nur von den Bundesligisten, sondern auch von den Teams aus der 2. und der 3. Liga. Und mit der 3. Liga starten wir jetzt. Allerdings, deren Tabellenführer hat in den letzten Wochen nicht wirklich gut performt. Damit hat das Team aus den letzten 10 Spielen nur 2 Siege holen können. Der einstige 17-Punkte-Vorsprung auf den Relegationsplatz ist mittlerweile auf 8 Punkte geschmolzen. Wobei man auch sagen muss, wenn wir von Relegationsplatz sprechen, sprechen wir in dem Fall von Platz 4. Weil Sie wissen ja, die 2. Mannschaft des SC Freiburg ist ja nicht berechtigt aufzusteigen. Also es gibt noch nicht wirklich Grund zur Nervosität. Aber die Kurve will die Mannschaft heute bei der 2. Mannschaft von Borussia Dortmund natürlich trotzdem bekommen, Benedikt Brinser. Ja, und der SV Meppen auch heute wieder mit dem besseren Ende bedeutet wiederum für Wien Wiesbaden Dämpfer im Aufstiegsrennen mit nur 1 Punkt aus den letzten 2 Spielen. Und für uns geht's jetzt nach Freiburg und da laufen die Teams ja irgendwie zur Höchstform auf. Die Bundesligamannschaft ist auf Champions-League-Kurs, die Drittligamannschaft, die steht auf dem Relegationsplatz. Allerdings bringt ihnen nichts, denn der Verein hat ja bereits ein Team, was in der Bundesliga vertreten ist. Insofern kann die Drittligamannschaft gar nicht aufsteigen. Das gilt aber nicht für die Gäste aus Dresden. Dynamo war ja der große Gewinner des vergangenen Spieltags. Ist er dann wieder als Coach gefragt und zwar unten an der Seitenlinie, Martin Maibücher. Es sieht gut aus. Die Heidenheimer nur 1 Punkt hinter der Tabellenspitze. Aber was viel wichtiger ist, der Vorsprung auf den Relegationsplatz, der beträgt jetzt nämlich 4 Zähler. Der HSV steht also unter Druck. Und für den geht es heute zum 1. FC Magdeburg. Und die Gäste wissen, das wird garantiert kein Selbstläufer, Eike Galay. Weil sie eben auch heute ihre Sieglosserie nicht beenden konnten. Wir machen gleich weiter und geben ab aufs Tanzparkett nach Berlin. Sie wissen, liebe Zuschauer, heute ist Welttag des Tanzes. Union Berlin empfängt die Mannschaft der Stunde aus Leverkusen. Wir sind sehr gespannt, ob der SC Freiburg heute in Köln den nächsten Schritt in Richtung Champions League geht. Im Abstiegskampf, da empfängt ja der VfB Stuttgart Borussia Mönchengladbach. Für die Dortmunder gab es gestern Abend in Bochum einen fetten Dämpfer im Meisterschaftsrennen. Und RB Leipzig will zurück auf die Plätze, die für die Königsklasse berechtigen, heute im Duell mit der TSG Hoffenheim. Also der Tanz um die Champions League-Plätze, der wird heiß. Finale auf Eintracht Frankfurt. Das Spiel können Sie live bei uns sehen. Ab 20.15 Uhr melden wir uns aus Stuttgart und mit dabei natürlich unser Experte Bastian Schweinsteiger. Und für uns geht's gleich nach Berlin. Union empfängt Bayer 04 Leverkusen. Die Werkself ist ja in Topform. Und für den SC Freiburg geht's im Kampf um die Champions League Plätze zum 1. FC Köln. Und bei dieser Begegnung ging vor fast genau 30 Jahren der Stern des Toni Polster auf, Bernhard Rainer. Liebe Zuschauer, diese Woche startete mit einer traurigen Nachricht. Und ehrlich gesagt ist es auch ziemlich schwierig, die richtigen Worte zu finden, wenn man einen Menschen würdigen möchte, der im Sportjournalismus vielen Menschen vor und auch hinter der Kamera den Weg geebnet hat und auch diese Sendung, die ich heute moderieren darf, geprägt hat wie kaum ein anderer. Ernst Huberti ist am Montag im Alter von 96 Jahren gestorben. Und er war der Erste, der hier am 4. Juni 1961 in dieser Kulisse stand und das auch noch für weitere 21 Jahre tun sollte. Er hinterlässt große Fußstapfen. Bernhard Rainer mit einer ganz persönlichen Verabschiedung. Kalt wie eine Hundeschnauze. Ja, das Spiel können Sie live mitverfolgen im Audio-Livestream in der Sportschau-App. Und morgen geht's hier um 15.30 Uhr weiter mit dem Handball-Länderspiel zwischen Deutschland und Spanien. Und wir sehen uns, wenn Sie morgen mögen, morgen um 19.15 Uhr in der Sportschau am Sonntag. Und bis dahin wünsche ich Ihnen einen wunderschönen Abend. Schön, dass Sie dabei waren.